Rechnung. Alle Mieten sind bezahlt, alle Rechnungen sind bezahlt. Jo. Wachstum. Ah, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ach, guck mal. Da kann ich 23 Abschnitte kann ich kaufen. Für eine 160.000. Och, das geht ja. Ist ja ein Schnapper. Ich kann Kassierer einstellen, dafür muss ich aber 200 Einkäufe abkassiert haben. Dann wäre es nämlich aus meiner Sicht ganz gut, wenn die Regale voll sind und ich dann mich nur noch aufs Kassieren konzentrieren kann, weil es ist echt Stress. Bestellen, einräumen, Kasse. Wenn man das alles gleichzeitig machen muss, da hast man ein bisschen Stress. Lager ist gesperrt, kostet ein Tausender. Anpassung kommt bald. Lizenzen, Produktlizenzen. Erwerben Sie diese Lizenzen, um die folgenden Produkte verkaufen zu können. Dann kann ich Wasser, Käse, schwarzen Kaffee. Okay, die kostet 200, die kostet 400, benötigt Supermarkt. Also die Reihenfolge ist relativ klar vorgegeben. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass hier so Käse, Eier und Milch. Dafür brauche ich doch mit Sicherheit hier so einen Kühlschrank, oder? Möbel. Da brauche ich doch einen Kühlschrank für. Das heißt, ich muss ja richtig Kohle haben. Das heißt, lasse ich erstmal. Das heißt, wir bestellen den und wir bestellen, was habe ich gesagt? Den, ne? Oder Mehl habe ich gesagt. So, kaufen. Alles klar. So, ja, komm, machen wir auf. Wer hat denn hier die Türen gebaut? Nebeneinander, sagst du? Alles klar. Wir müssen ja nicht immer voll machen, aber dass wir auch nicht so viel von dem Scheiß da rumstehen haben, ne? Ja, ist ganz frisches Brot. Gucken Sie mal, ist gerade eingetroffen. Ganz leckeres Brot. Von unserer Hofbäckerei. Ja, ich bin ja schon da. Hallo. Guten Morgen. So, Sie möchten einmal bar bezahlen und Wechselgeld 0 gegeben 0. Alles klar. Dann hau ab. Kauf eine Produktlizenz über deinen Computer. Nö. Licht muss man übrigens auch jeden Tag anmachen. Hallo Theresa, ich grüße dich. Aber so von der Aufmachung ist das eigentlich schon mal ganz gut, ne? Mehl und Öl passt zu Puderzucker und was war das hier? Penne, Nudels. Ja, das ist die Frühstücksecke. Hallo. Oh, die guten Bärenschnecks, na, sind Sie nicht ein bisschen alt dafür? So, Sie möchten 14, gesamt 14, also tschüss. Guten Tag. Ne? Was haben wir denn? 87. Kann ich da eigentlich auch was rausnehmen? Nee, ne? Ich brauche jedes Mal eine Kiste. Okay. Öl und Toast, ja, das ist eine leckere. Sie brauchen 11 zurück. Dann machen wir 10 und 1. Was halten Sie davon? Ist das ein Deal? Preise habe ich alle festgesetzt, ne? 10er. 10. Hat er gemacht. Öl. Wo kann ich denn erkennen? Ja, warte mal, du willst Geld zurück. Ob was zu teuer ist? 95, sag mal, habt ihr sie alle oder was? 50, 70, 90, 95. Das sind ja hier Preise, du. So, ergibt 50, 17, 33. 20, 30, 1, 2, 3. Mein, so ist natürlich schön einfach, ne? So, wir können bestellen Öl, Penne und Zucker. Öl. Penne und Zucker. Da muss ich gleich mal machen. Einen ganzen Mehl. Mit dem 100er hoffe ich. Nee, passend. Alles klar, dann hau doch ab. Zwei Penne. Brot. Na, das wird ja eine trockene Nummer bei dir, du. Junge, Junge, Junge. Wie viel willst du? 15? Nimmt er auch, ne? So, die Penne. 3,50. Nimmt er, ne? Alles klar. Ja, super.
Warte, dann machen wir die Penny hier oben hin. Hey, die wollte ich mir nehmen. Was passiert, wenn du zu viel abrechnest? Oh, da kriege ich bestimmt Ärger. Ich würde das ungern austesten, aber wir wissen, es wird automatisch kommen. Du siehst 8. Falscher Zahlbetrag. Oh, das geht nicht. Oh, Entschuldigung. Ah, Sie wissen, wie das ist mit den Zahlendrehern, ne? Also per Karte geht es schon mal nicht. Wechselgeld 83. Okay. 50, 70, 80, 1, 2, 83. Ist grün, sagt er. Mit Karte. Finde das ja schön, dass ich immer abkürzen kann, ne? Muss mich nur dran gewöhnen mit der Escape-Taste. Hauptsache klaut keiner hier. Moment! Bring mal eben den Müll raus, ne, damit es hier nicht stinkt oder wir Ratten kriegen oder sowas. Gesamtbargeld, alles klar. Mit Schmoki! Junge, Junge! 18, 18 Wechselgeld, alles klar. Junge. Also ich schätze mal, wenn ich zu viel Wechselgeld rausgebe, dann werde ich ein Problem kriegen. Ne? Man kennt das, weil das wird zu meinen Lasten sein. Hier, der will jetzt 13,50 zurück, ne? 10 machen wir mal. Du kannst das Geld zurücklegen, indem du Rechtsklick auf den Schein in der Kasse drückst. Hast du gesehen? Dann kriege ich, also, ja. Sechs. Schreibt auch gut. 3,5. Hat auch geklappt. Aber ich habe jetzt nicht gesehen, ob irgendjemand gesagt hat, ist zu teuer oder so. Ich mach gleich Licht an, glauben Sie mir. Ja, aber ich habe doch noch Ware draußen. Das müssen Sie doch verstehen. Die wartet doch bestimmt, oder? Hi. So. Entschuldigung, dass Sie warten mussten. Mit Karte. Ist aber ganz schön teurer, Puderzucker. Aber ich würde hier nicht einkaufen. Ist mir zu teuer. So, 9. Ich bin gleich wieder im Chat. Ich mache jetzt was ganz Verrücktes und bügel nebenbei. Uha, das kann ja was werden. Zweimal Schmackopaps. Mädchen, du hast Geschmack. Die sind lecker. Und so gut für den Insulinspiegel deines Blutes. Auch per Karte, alles klar. 8,50. Sag mal, kann ich hier nicht irgendwas? 3,50 €. 3,12 €. Okay. 5 €. Nee, ich finde das jetzt nicht übertrieben. Auch nicht übertrieben teuer. Ja, das geht, ne? Bargeld. So, also 12, 12, 0, alles klar. So, was brauchen wir denn schon wieder? Wir brauchen. Fehlt hier noch irgendwas? Wäre schön, wenn so ein Schild da hängen bliebe. 2, 4, 6 Artikel, ne? Also wir brauchen Mehl. Wir brauchen auf jeden Fall Puderzucker. Kann ich den noch bestellen? Nee, ne? Mehl und Puderzucker. Nach 21 Uhr geschlossen, alles klar. Aber ich lasse es mal im Speicher, ne? Sind wir durch? Wie haben wir uns denn geschlagen? Oh, guck mal. Alles gut? Schön Gewinn gemacht. So, ja. Fussel hat wieder zugeschlagen.
Verwaltung? Nein, 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 nein. Hier, Market. Gleich bestellen. Die Frage ist ja, wie viel Geld habe ich denn? Ich kann mir ja nichts leisten da oben. Weißt du, eine neue Lizenz ist ja schön, aber die Lizenzen, das ist ja alles Zeug für ein Dings hier, für ein, weißt du? Für einen Kühlschrank. Also vieles davon. So, und ich kaufe ja nicht eine neue Lizenz und gebe da Geld aus und am besten noch Ware, wenn ich mir nicht mal den Kühlschrank leisten kann. Das mache ich nicht. So. Preislich. Oh, kann man eigentlich auch nicht meckern, oder? Ja, guck mal, da sind 2 Cent teurer. Also, das ist ja jetzt hier wirklich kein Wucher. Also, ich glaube, 50 Cent ist der Aufschlag für einzelne Produkte beim Öl, glaube ich, ne? Das schmeckt aber nicht mit Öl zusammen, das wollte ich Ihnen mal gesagt haben, ne? Ich finde so runde Preise eigentlich ganz schön. Ich meine, klar, weil das ist halt Sim, ne? Guck mal, wie schön eckig die laufen. Normalerweise würde ich natürlich 3,99 verlangen, ist ja klar, ne? So. Ja, die guten Nudeln. Ja, Schmackopreis, möchte ich sagen. 15. Da muss ich auch keine kommen. Was? Hard working cashier. Complete 50 Checkouts. Alles klar, habe ich gemacht. Mehl und Öl. Ja. Wir erweitern unser Produktportfolio irgendwann mal. Keine Sorge. Wird super. Weißt du, dann ist das mit dem Bezahlen auch besser. So, 9,9 Gesamt, alles klar. Dann hau doch ab. Was brauchen wir denn noch? Öl können wir wieder einbestellen, ne? Wir haben ja ein bisschen Geld. So. Brot sieht noch gut aus. Die Schmackofatzen. Komm, ich pack schon mal einen rein. Wir haben ja noch nicht gekauft. Nudeln können wir auch schon wieder, ne? Wobei, warte mal. Ich habe schon wieder vergessen, was ich da alles reingeräumt habe. Da will es aber einer wissen. 29 Wechselgeld. Wir machen mal Folgendes. Ich gebe mal 20 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und ich gebe mal 1 Cent zu viel raus. Ja? Also ihr seht, kann ich machen zu meinen Lasten. Ist also blöd, das zu tun. Und bei weniger könnte Ärger geben. Bin ich mir nicht ganz sicher. Also hier scheint es nicht zu funktionieren. Alles klar. Also ich meine, dafür, dass das im Grunde ein Zehner kostet, das Spiel. Kann man jetzt aber eigentlich auch nicht klagen, also. Ne? So. Das Einzige, dass ich immer an der Tür hängen bleibe, das ist schlecht. Alles klar, ich bin sofort da. Sekunde. Mit Karte, alles klar, ist immer das Beste. Ne? Dann weiß das Finanzamt gleich, was los ist. Ich kann das besser verbuchen. Bargeld mögen die ja gar nicht. Ne? Das gute Öl. Und sie wollen auch noch 5 Euro Wechselgeld haben. Also Dollar, was auch immer hier. Die Nudeln gehen ganz gut, ne? Wir können schon wieder das Mehl hier. Die sind aber auch hektisch, die Leute, ne? Schneller Einkauf, da muss ich den ja lassen. Geht's eigentlich nur mir so oder findet noch jemand zu stark parfümiertes Waschmittel schlimm? Kriegt da immer Kopfschmerzen? Also absolut. Das ist Waschmittel sollte ja eigentlich möglichst gar nicht parfümiert sein, weil diese Parfüme unter Umständen ja auch zu Reizungen und so weiter führen. So, hat 20 gegeben, will einen Zehner zurück. Also insofern
Weniger ist an der Stelle, glaube ich, mehr. Brot läuft nicht so gut. Boah, die Lieferung ist aber wirklich sehr schnell. So, Penner haben wir wieder. Maximal. Weg da. So, Müll weg. Ja, hätten sie nicht mit gerechnet, wa? Erhalten 20, 12 zurück, sind 10, 12. So, ich mach schon mal das Licht an. Bin gut, ne? Ah, heute bin ich schnell. Ein schneller Tag. So, Gesamtwechselgeld 3. Karte ist mir eigentlich sogar am liebsten. Da muss ich nur eintippen. So, ein geschnitten Brot. Ja, geschnitten Brot ist nicht schlecht. Ja, ich bleib halt wirklich immer in der Ecke hängen, ne? Wenigstens bleibe ich nicht in den Menschen hängen. Auch wieder mit Bargeld. Wechselgeld 2. Aber das kriegen wir hin hier. Ne? Also. Ich kann da nicht meckern. 26. Ein sehr teures Öl. Wobei, das stimmt gar nicht. Seit dem Ukraine-Krieg ist Öl wirklich sehr, sehr teuer geworden. Wissen wir ja auch, die Ukraine ist ja das einzige ölproduzierende Land. Ne? So, ein Puderzucker. Nicht wahr? Und ich kaufe natürlich ein Mehl. Ja. Nee, warte, doch, ist Mehl. Mehl. Öl. So. Nudeln haben wir, ne? Oh, da kommt noch einer. Nee, 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 den Tag machen wir nicht zu Ende. Hier will noch einer einkaufen. Wir wollen noch zwei einkaufen. Na, sehr gut. Das nehmen wir mit, oder? Die Kohle. Ich weiß ja nicht, ob die einfach so gehen oder ob jetzt durchgehend welche kommen. Guck mal, wir haben Geld. Es kommen immer noch welche. Ich glaube, ich muss schließen. Nicht, dass es eine Strafe gibt, weißt du? So. Bestellkosten 116, aber 389 eingenommen. Wir machen ganz gut Geld. Doch, kann man nicht anders sagen. Close. Close your eyes. Möbel. So, als erstes bestellen. Was wir haben, haben wir. Und dann könnten wir tatsächlich mal einen Kühlschrank bestellen. Also ich persönlich, ne, bin ja der Meinung, hier guck mal, da spare ich 25. Das ist natürlich eine Menge Geld. Und ich kann den auch noch nicht so richtig ausstatten. Aber wir sind ja relativ gut bestückt. Dann habe ich den schon mal, weißt du? Na toll, diese Scheiß-Lieferdienste. Heute war auch wieder die Post bei mir, also DHL. Nehmen Sie für Ihren Nachbarn ein kleines Paket an? Mein ganzer Flur war voll mit einem Paket. Na, hat abgeholt, Gott sei Dank, ne? Weil normalerweise bin ich davon ausgegangen, dass er das ganze Wochenende bei mir steht. Ich sag, was ist denn da drin, weil das so schwer war? Ein Kaffeebecher. Ey, ich sag, was soll denn das denn für Kaffeebecher sein? So, drehen mit Mittel. Oh, okay. Sag mal, hier war doch irgendwas mit Rechnungen, ne?
Miete, Miete. 2040. Wo ist das denn hier? Ja, komm, was bezahlt ist, bezahlt, weißt du? Besser ist. So, an sich ist ja schön voll, ne? Ich meine, das darf man ja auch nicht vergessen, das ist ja gebundenes Kapital hier, ne? Ein bisschen Musik im Hintergrund wäre nicht schlecht. Da habe ich spontan was da. Könnte ein bisschen laut werden, Sekunde. Ach nee, wird nicht laut. So. Ja, ist jetzt nicht die perfekte Musik, aber immerhin. Wer spielt denn eigentlich auf Twitch gerade alles? Supermarket Simulator? Nur eine? Und was mit uns? Wir zählen wieder nicht, merkst du? So. Alles klar, mit Bargeld. Und drei zurück. De trois. Merci, au revoir. Sodele. Ja, hier wird man mehrsprachig begrüßt. Das ist. Cent habe ich zufällig da. Was ist das geil, wenn ich das hier nicht mehr machen muss, weißt du, dieser Sklavenarbeit. Kassieren, das ist ja was für nette Menschen. Bin ich ja völlig der Falsche für. Jetzt hätte ich fast wieder was gesagt. War's nicht. Oh. Jetzt muss ich mich auch noch konzentrieren. Sekunde. Ich hab's wahrgenommen. Aber ich möchte den guten Herrn nicht bescheißen. Maja, Hallöchen, herzlich willkommen und vielen Dank. 22 Monate. Abo. Wow. Na, ich höre Reise beendet. Wie war's? Wie geht's dir? Oh Gott. Siehst du, das ist das Problem, wenn man quatscht. Ich hätte mich fast um 18 Dollar beschissen. Verdammt. Gefühlt komme ich einmal im Monat online, nur um mich feiern zu lassen. Ja, das liegt aber an dir, weil ich bin öfters da. Man könnte häufiger. Oh, hier ist sogar mit Vorlassen. Toll. Wobei, ich gebe natürlich zu, das lohnt sich bei mir nicht, aber. Naja. So, 3,50 Euro Wechselgeld. 3,50 €. So, bist du glücklich? Alles klar. Was müssen wir denn bestellen? Penne? Brot? Wo ist ein Brot? Da. Also, ihr könnt euch vorstellen, wie stressig das wird, wenn du hier dann 20, 30 Waren hast, ne? Da hat er die falsche Real genommen. Warten Sie. Sekunde. Ich bin ja nicht stressresistent, weißt du? Ich will auch gar nicht herausfinden, was passiert, wenn die zu lange warten müssen. Ob die dann ihre Waren einfach mitnehmen? Wechselgeld 80. Bist du bescheuert? Also das ist ja immer das Problem. Ja, Karte ist mir am liebsten, da gibt es kein Wechselgeld. 17. Und das Finanzamt weiß Bescheid. So, was ist denn das Nettes? Das ist ein Spiel, das ist vor wenigen Tagen erst rausgekommen. Das nennt sich Supermarket Simulator. Und da bin ich der erfolgreiche Boss eines Supermarktes. Du siehst, das ist ein Riesendingen, was ich zurzeit mein eigen nenne hier. Ne? Und ich muss das irgendwie am Leben behalten. Also, irgendwie. Und ich muss Bestellungen machen, Preise festsetzen, kassieren, was man so in einem Supermarkt macht. Und die haben auch schon geschrieben, dass noch einiges dazukommt, wie zum Beispiel Putzen. Ne? Klingt wie etwas, was ich sehr mögen würde. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist auch, also das kostet knapp über einen Zehner, das Spiel aktuell, ne? Bis zum
Ich meine dritten. Nö, dritten. Ist es im Angebot, ne? Einführungsangebot, Early Access. Und also, ich muss sagen, es ist jetzt kein AAA-Spiel, ne? Aber im Gegensatz zu denen funktioniert es ja auch.